Hallo Leute, hier ist wieder der Kleines mit Let's Play Kingdom Hearts kompletten Abschnitt Kingdom Hearts 3D Dream Drop Distance. Dieser Insel fahren wir jetzt. Wie heißt sie nochmal? Mont Saint-Michel oder so. Auf jeden Fall französisch. Das in sich ist eine eigene Stadt, also... Nicht ganz Paris. Und wir werden mit einem Tyrannenrex begrüßt. Mit einem der herzlosesten aller Traumfresser, die wir bis jetzt kennen. Und ich bin froh, dass mich das nicht getötet hat. Jetzt stirbt bitte in Return dafür selbst. Und das hat er sehr schnell gemacht. Schneller, als ich es merken konnte. Auch hier haben wir wieder ein paar Truhen, die reichlich versteckt sind. Und dieses Gebiet hier ist ein bisschen größer und verworrener. Wir haben da wieder ein Portal. Sei es jetzt ein Linksportal oder ein Freundesportal. Also, nein. Herausforderungsportal oder Freundesportal? Ich kann es euch gerade nicht sagen. Vielen Dank für Selbstmord-Airlines-Benutzung, bla. Wären Sie uns bald wieder. Natürlich gibt es auch hier wieder Thron. Mit einer Menge Fantasie. Hier gehen wir noch hin. Ich würde sagen, wir bleiben erstmal hier auf dem Boden der Tatsachen. Besiege alle Gegner ohne Kommandos. Wenigstens habe ich hier Linkwände. Und die Stärke, das zu machen. Aber denken wir nicht, dass das die einzige Welle sein wird. Hauptsache, sie saugen mich nicht ein. Aber ich finde es gut, dass ich sie trennen konnte. Die Frage ist, ist der andere jetzt da einfach schlichtweg unten? Ich nehme die Truhe einfach mal mit, wenn ich sie sehe. High Potion, Bye Potion. Der hat mich hier ernsthaft noch getroffen. Zum Glück war das nur Wurzelschaden. Das war's? Was? Vergleich die beiden Kämpfe mal, bitte. Okay. Das war natürlich jemand, der nicht von Square Enix war, deswegen hat er keinen Multiphasenkampf ansetzen können. Also vermute ich jetzt jedenfalls. Aber mit dem letzten meinte ich natürlich den aus dem letzten Part. Den habt ihr jetzt nicht direkt gesehen, so wie ich das direkt aufgenommen habe. Deswegen für euch ist das ja mindestens ein Tag her, wenn ihr es aktuell guckt. Fulka! Den sollten wir uns zumindest mal angucken. Ich weiß nicht, ob der so... Also Sora ist da genauso bewegungsunfähig wie bei Funkra, meinte ich. Ich erinnere mich jetzt nicht mehr hundertprozentig. Aber ich meinte, der Radius und der Schaden wären nochmal um einiges geboostet. Und ich lasse den mich gleich mal anlegen. Statt dem einen Ballon, den ich hier habe. Einfach mal Funkra. Nein, nicht Feuiger, Funkra. Oh, zwei Slots. Ein Vitra. Dann lasse ich zwei Ballons weg, meine normalen Ballons. Nur um es erstmal zu zeigen. Ihr könnt es ja jederzeit wieder rückgängig machen. Wir haben fast einen Doppellink zusammen und den will ich auf jeden Fall noch sehen. Lass mich gerade mal. Danke. Das schaffen wir aber so. Und mit jedem verfehlt. Sehr schön, Sora. I do like you. Funkra braucht extrem lange zum Aufladen. Trotz meiner Magiehasten. Zeigen wir es mal.
Es geht sogar noch schneller. Wir haben genug für einen Doppel-Link. Aber ich will ihn nicht verschwinden. Ich will ihn gerne sehen, aber nicht verschwinden. Weil wir haben die ganze Welt dafür gekämpft. Machen wir ihn hier. Ach der! Den man am ehesten als Triogramm bezeichnen kann. Wir verwandeln uns einfach, sind dann weg, unsterblich und beschießen die Gegner. Boah, das hätte ich bei der Herausforderung im letzten Part aber gebrauchen können. Der hätte das auch ohne Kommandos geschafft. Hätte ich es nur gewusst. Weil ich habe ja beide Links immer einzeln gesammelt während des Kampfes. Außer beim letzten, den ich geschafft habe, wo ich dann Kommandos eingesetzt habe. Ich wollte gerade sagen, ganz fertig sind wir hier nur auch wieder nicht. Funk gar schön und gut, aber ich finde meine Balance doch noch besser. Wobei, gucken wir uns mal den Schaden an, aber ihr seht schon, die Ausführung ist zu langsam. Also vergessen wir das mit dem Schaden, die Ausführung ist schon zu langsam. Also nochmal austauschen. Für Balloon und Balloon. Eine Frage, die sich mir in dieser Stadt immer aufdrängt. Habe ich was übersehen? Ich bin mir schon fast sicher. Nun, hier bin ich gewesen. Hier in der Seitengasse, hier oben auch. Hier auch. Scheint, als hätte ich wirklich alles. Ich könnte natürlich immer noch in meine Chronik, also in meine Schätze gucken, Jiminys Tagebuch. Was hier jetzt nicht wirklich Jiminys Tagebuch ist, weil Jiminy ist nicht hier. Das ist wahrscheinlich immer noch ein Schloss Disney. Aber okay. Es gibt auch einen Grund, warum wir Jiminy nicht mit haben können. Weil Rico und Sora gesplittet unterwegs sind. Und der Jiminy kann nicht an beiden Orten gleichzeitig sein. Verständlicherweise. Nein, oben war nichts. Ich bin immer paranoid, dass ich Sachen vergesse, aber hier in den Gefängniszellen ist auf jeden Fall was. Ihr seht schon, hier ist ein Linkportal und eine Truhe und da kommen wir so nicht rein. Wir werden noch sehen, wie wir da reinkommen. Wobei, vielleicht habt ihr es gerade schon gesehen. Ich habe es nicht gesehen, aber ich meine, es wäre im Bildschirm zu sehen gewesen. Ich frage mich, wann wir den Xera-Terror machen können. Warum auch immer sich mein Stoß-Counter gerade erhöht hat. Also ihr seht schon, in manche Zellen können wir rein, weil da Sachen kaputt sind oder so. Von oben sind sie nicht zu betreten. Ich frage mich, warum kann man nur manche Türen zerstören? Wir können ja nicht alle zerstören, die meisten sind unbesiegbar. Und hier können wir von Zelle zu Zelle und die Zellenwände einreißen, um dann zu dieser Truhe und zu dem Portal zu kommen. Aha. Was wollen die da von mir? Triff mindestens... Das kann ich zurzeit nicht versprechen. Ich weiß den Weg, wie wir das ganz einfach schaffen, indem wir einen unserer Geister auf vollen Linkpunkte hochkriegen und... Na, warte mal. Nein, das ist falsch. Es gibt Items, die sowas bewirken. Und ich glaube, jetzt wäre mal der Zeitpunkt für sowas. Wobei diese Items natürlich als ins Kommandodeck auszurüsten sind. Was ich jetzt ein bisschen ungeil finde.
Okay, Traumbonbons. Fülle die Linkanzeige deines Geistes teilweise auf. Wir haben zwei Stück. Also würde ich sagen, verwenden wir einfach mal spontan. Am besten für beide. Aber wir machen Einzellink-Angriffe, haben wir eine bessere Chance zu treffen. Und los geht's. Und einfach nur bombardieren. Wie ich mir dachte, jeder Treffer zählt als einer. Okay, hätten wir gar nicht so viel gebraucht, aber ich werde diese Dinger wahrscheinlich nie einsetzen sonst. Die sind nur für Geisterleveln ganz gut. Machen wir einfach weiter, es ist ja auch effektiv. Aber da ich Kommandos einsetzen kann, habt ihr sowieso keine Chance. Okay, Zera-Terror hier drin ist ein bisschen, naja, klaustrophobisch, wenn ich mal ehrlich sein darf. Und ein Geist will mich einsaugen. Dass ich jetzt so viel treffe, das habt ihr euch selbst zuzuschreiben. Warum seid ihr auch in diesem engen Gebiet? Ich schleudere dich mal an die andere Zellenwand, weil es eigentlich gar nichts bringt. Boah. Ich bin betäubt, der Micha-Geist. Die Hauptsache ist, wir haben es geschafft. And how we did. Und noch mal Laune hinterher. Dann würde ich sagen, erstmal die Traumbonbons wieder raus für einen nützlicheren Ballon. Und hier dachte ich, von unten können wir da schneller an das Kommando ran. Aber nein, es befindet sich genau in der Mitte ziemlich. So, da haben wir das. Und die Gefängniszellen sind erledigt. Alles hier ist durch diese Zelle verbunden. Wir müssen das hier durchschlagen und so kommen wir in diese andere Zelle rein. Und dort reinkommen heißt Progress. Das müssen wir nämlich. Interessant, dass du schon auftauchst, aber anders wärst du ja auch kein Schützen-Traumfänger-Fresser. Perforieren. Es ist genau das, was ihr denkt. Es ist genau das, was es schon immer war. Schon in Kingdom Hearts 1. Unser Lieblingskommando aus der Limit Form. Es ist zurück. In Form dieses überstarken, gern genutzten Kommandos. Da geht's tatsächlich weiter. Ich bin noch nicht in Progress City. Hier oben gab's nichts mehr. Na gut, dann auf nach Progress City. Ich hab's aber gerade. Na gut, mein Angriff ist eigentlich bei 12 gerade. Also, los, perforieren einfach mal rein. Zwei Slots. Beide Ballons weg. Das ist auch gut genug, das Kommando. Wo auch immer das herkam und plötzlich waren hier 10 Elefanten. Meine Kommandos sind resettet. Dann machen wir das so. Ich kann ja auch runterschleudern, wenn ich will, aber warum sollte ich? Da unten sind viel mehr. Das ist viel gefährlicher. Saug mich nicht ein. Bitte. Da sind 10 Stück hier unten und ich befehle sie alle. Das ist doch erbärmlich. Nette Geräusche. So, einer ist weg. Wie auch immer den das getroffen hat. Ich habe eindeutig unten das Kommando ausgeführt. Au, au, au. Einfach aufhören, ja? Perforieren wurde abgewehrt. Toller erster Einsatz, aber wir werden es noch sehen. Ballons, spack weniger ab, bitte. Diese Section auf meinem Level gerade, alles andere ist schwierig.
ich sollte beide getroffen haben. Au. Aber du hast dich erledigt dadurch. Perforiert. Nach wie vor das, was wir kennen. Und lieb. Dieser Wasserfall befördert mich automatisch in den freien Fluss. Ich liebe es. Wobei, es ist eine Fontäne und kein Wasserfall. Wasserfall ist die andere Richtung. Und nicht aus einem konzentrierten Punkt heraus. Gleitrolle. Gucken wir uns mal die Gleitrolle an. Ihr merkt schon, wir sind an einem Punkt des Spiels, wo wir zunehmend stärker werden. Ausweichrolle gegen Gleitrolle umtauschen. Nur Sora. Guckt euch das an. Eine irre schnelle Rolle, die eher der Schallgrätsche ähnelt. Gotta love it. Und jetzt sind überall diese Fontänen. Oh Gott, ich komme aus dem freien Flusstraum noch raus. Aber spätestens die Sturzanzeige, die schon wieder aufblinkt und nervt, wird mich daraus befördern. Jedes Mal, wenn ich so einen Teil zerstöre oder gegen eine Wand schlage, füllt sich die Anzeige oder wie? Koch-Kairo-Rezept. Da es zu spät kommt, darf ich dann vermuten, dass Koch-Kairos besser sind? Persönlich würde ich nämlich eigentlich sagen, nein. Donald? Goofy? You too, Sora? You came back! Come on, man! We gotta save the princess! Aw, fellas. We're not even real musketeers. Wrong. You are real musketeers. And don't let anybody else tell you you're not. It doesn't matter what you wear. Only what kind of heart it is that beats inside of you. You know what? You're right, pals. When the bunch of us stick together, we can accomplish anything. Pete said he was headed for the Opera House, and that's where we'll find Her Majesty. Come on, Musketeers. We've got a princess to rescue. Das hier ist das einzige, das wirklich einzige Kingdom Hearts Spiel, wo Olympus Coliseum nicht als Welt vorkommt. Es kam in jedem anderen außer Dream Drop Distance vor und nur da nicht. Aber die Musik, die müssen sie reinnehmen. Ihr habt sie gerade gehört. Also, Olympus Coliseum weicht niemals vollständig, selbst wenn es nicht da ist. Wir müssen zum Opernhaus. Over there! Oi, those nitwits! The boss is gonna be mad! Hurry! Princess! Come on, it's time to put our musketeering to the test! I'm sure you're gonna musketeer them apart. Gotta love those jokes. Wortspiele, aber wir haben eh keine Zeit mehr. Wir sind dort, wo Rico gestartet hat. Und wo wir gleich mit ihm weitermachen werden. Boah, die Gegend ist aber immer heftig. Hau ich dir hin oder her? Ich bin fast gestorben. Allein durch das Betreten hier. Wahrscheinlich kann mich der Sturz sogar aus dem Winkangriff rausreißen. Aber das ist mir egal. I'm a Musketerial Part! So viele Truhen, ich werde sie alle nicht einsammeln können. Na gut, die eine da vielleicht. Komm schon. Wow, in der letzten Millisekunde. Ich sehe nicht mal, was ich kriege. Kriege ich es dann überhaupt?
nicht mein Ernst. Was habe ich jetzt gekriegt? Wir nehmen den Sturzdämpfer und haben da immer noch was. Noch ein Zeitsturm, den sollte ich wirklich mal einsetzen. Oh, ein Punkt fehlte. Schade. Angriffsvorteil, Abwehrvorteil. Und ein Hybridhelfer. Das sind doch schöne Bonis für Rico. Vor allem hat er jetzt genauso lange Zeit. Aber er muss erstmal ein bisschen stärker werden. Ah, jetzt darf ich keine Kommandos einsetzen, bis ich den töte. Und er macht es mir natürlich schwer, sich zu töten. Und tot ist er. Kommandos. Wieder einsetzbar. Du kannst den Feuer nicht ewig davon rennen. Na gut, Rico macht doch ganz guten Schaden. Offenbar waren das nur die Geister aus dem Link-Portal, die uns so zugesetzt haben. Die waren extrem stark. Ihr seht, was der Aura-Löwe kann. Wo haben wir das schon mal gesehen? Der Boss der Secret-Episode von Birth by Sleep, Red Eye. Er greift mit Hilfe von Trugbildern an und ich kann euch sagen, der Aura-Löwe ist nicht der Einzige, der das kann. Nebenbei, jetzt wisst ihr, woher dann einmal Aura-Löwe kommt. Es gibt noch einen anderen, der heißt Kiba-Tiger, der Kirsch-Bananen-Tiger. Okay. Brecht halt alle meine Angriffe ab. Ist okay. Seems legit enough. Er ist tatsächlich dem Meister entgangen. So ein Drecksack. Jetzt muss ich den austreiben. Und zwar ein. Also Sora ist jetzt schon im Finale dieser Welt, während ich mit Rico noch nicht mal wirklich begonnen habe. Dabei ist Rico hier als Erster angekommen. Aber dank dem Sturzdämpfer sollten wir eigentlich viel von Rico schaffen. Nur glaube ich, ganz wird er mit dieser Welt nicht fertig. Sturzdämpfer hin oder her. Mindestens beim Boss werde ich noch zurückstürzen, schätze ich. Wobei ich glaube auch, Ricos Welt beschränkt sich hier einzig und allein auf das Opernhaus und wäre kürzer. Weil die von Sora ist ja eigentlich relativ lang mit den vielen Gebieten. Wieder keine Kommandos einsetzen. Wer war das jetzt? Nun, ich habe immerhin noch meine Link-Angriffe. Verdammt. Und ich darf meine Kommandos nicht einsetzen. Ich weiß, wer das war. Und ich hoffe, ich kann ihn rechtzeitig erledigen. Du bist es nicht, Haubicht. Wo ist der Schießende hin? Der hat mich nämlich festgesetzt. Oh, er ist tot. Okay, das müssen meine Geister gewesen sein. Oder ich aus Versehen. Au, Ralöwe. Birth by Sleep kam vor Green Drop Distance raus. Und ich kann mir sagen, Red Eye, beziehungsweise Hunter of the Dark, wie er eigentlich auch heißt. Red Eye war nur der inoffizielle Name, bevor es die japanischen Übersetzungen gab. Er sieht ja auch aus ein bisschen wie ein Löwe. Ein herzloser Hund oder ein herzloser Löwe. Und ich schätze aber, bei den Aura-Löwen haben sie sich in Sachen Fähigkeit, Name und Aussehen auch einiges von dem abgeguckt, denn es ist zufälligerweise auch ein Löwe, der ähnliche Angriffe kann. Und dann kamen sie wahrscheinlich so von wegen Löwe braucht einen Counterpart und kamen dann mit dem Kiba-Tiger. Den wir auch noch sehen werden. Wahrscheinlich wird es noch zwei Welten dauern, aber wir werden ihn sehen. Das sind zwei Eingänge, fällt mir gerade auf. Ist das ein anderer Raum? Ich erinnere mich gerade gar nicht. Dieses Gebiet hier ist groß genug. Irgendwas Neues zu kaufen? Ich bezweifle es. Luftstaccato, Zeitsturm. Wir sollten Zeitsturm wirklich mal einsetzen, ne? Vitra, ich kann schon fast Vigra kaufen, glaube ich. Ha. Deckblocken, Aura-Konter. Habe ich Aura-Konter nicht schon? Ich meine eigentlich, ja. 640. Gab's doch... Hier gab's doch... Hey.
Bei Sora gab es jedoch ein Material zu kaufen, das 640 kostete. Hä? Ich sollte das Geld aufheben und bei Sora selbst nochmal gucken. Wir gucken erstmal die Geister von Riku an. Ich denke mal, wir können die schon bald wechseln. Außer vielleicht Koritas. Ja, Koritas hat noch kaum was. Hat dann eine Blitzattacke. Aber ich will den Charmeur da unten haben. Dafür müssen wir die Linkangriffe ab jetzt geltend machen. Dann sollten uns nur noch ein Charmeur fehlen, bis wir das Maximum an Charmeuren haben. Blitzrau und Blitzgar sind eher irrelevant. Ich glaube, danach haben wir alles schon ein wertvolle von ihm. Bäh. Und da ist der letzte Charmeur, der mir fehlte. Attackenhass, Saugsturz. Ich glaube, den können wir auch schon beiseite legen. Giftsturz und Saugsturz sind mir jetzt nicht so viel wert. Aber da gibt es noch einen, der auch viel gesammelt haben sollte. Mit dem Hilfsboost, genau. Da fehlen mir aber auch noch drei Linkverbindungen. Ach, können wir vergessen. Stärken wir ihn in sich mit der Magiehast nochmal. Aber die verlieren wir ja eh, wenn wir ihn umrüsten. Dann tauschen wir die beiden aus. Und ich würde sagen, auch gegen die beiden Fische. Da ich aber noch Linkverbindungen mit Koritas machen muss, werde ich die Fische erstmal außer Acht lassen, was Linkverbindungen angeht. Giftsturz. Ihr seht, wie wenig Linkpunkte die gesammelt haben, obwohl wir die schon so lange mit bei haben. So, jetzt kann der auch schon mal Linkpunkte sammeln. Was hat der denn hier? Immunität. Aber die habe ich, glaube ich, schon. Ich bin mir sehr sicher. Brauchen wir also nicht zweimal, das nutzt nichts. Sinistra-Hieb. Oh, das will ich. Dafür die zwei Linkverbindungen und dann 200 Punkte. Okay. Was dich angeht, du hast hier deine Geheimroute. Bäh. Was schaltest du frei? Antigravra. Und Antigravgar. Und das sind seine Ultrasachen. Da würde ich sagen, die 250 sammeln wir dann für den nochmal. Okay, dann lassen wir das Team so. Schade, dass ich mit dem noch keine Linkverbindung sammeln kann. Aber er ist sowieso an letzter Stelle. Deswegen, die anderen beiden brauchen sie jetzt eher. Vielen Dank, jedes einzelne Kommando abgeblockt. Mit nur einer Kombo. Bombo-Kombo. Was soll ich es denn anders nennen? Da fällt mir ein. Kann man Kommandodeck von Riku updaten? Muss ich vielleicht nicht, aber sein Schlüsselschwert. Weil er könnte stärker sein. Wie der Muffi abtaucht, wenn Gefahr ist. Ist schon ein bisschen lustig. So, das nehme ich auf jeden Fall besser. Das kann man schon sagen. Ja, ich sollte es updaten. Einerseits Sportsfreund, den hatte ich noch nicht drin. Steh auf, Männchen, Racheknall. Ich muss mich für eins von beiden entscheiden. Ich nehme Steh auf, Männchen lieber. Die Schallgrätsche habe ich schon für ihn. Wegblocken. Ist besser als normales Blocken. Okay. Und hier nehmen wir mal den Zeitsturm rein. Einen der beiden, die wir haben. Gucken endlich mal, was das ist. Wie das aussieht. Ich bin interessiert, schon seit Traverse Town. Was jetzt auch schon eine ganze Weile her ist. Ihr seht, das Opernhaus ist relativ groß. Da hinten kommen wir über einen anderen Weg hin. Da ist ein Level-Ausgang, aber ihr seht, das wird eigentlich der Level-Eingang hier rein wieder sein. Nur halt von der anderen Seite. Einfach sterben, ja? Das ist Sinistra Folger. Und wie Sinistra Hieb dann ist, der wird was ähnliches sein. Und den will ich haben. Oh nein, bitte hör auf, wegzulaufen. Bitte. Zeitsturm. Mehr ist das nicht? Oh Mann, das hört sich heftiger an, als es ist.
Schade eigentlich. Ja, hier geht's weiter. Dann will ich mich erstmal nach oben umgucken. Ich vergesse nämlich zu leicht, wo es weitergeht und wo nicht. Hier sind wir fertig. Eingangshalle hin oder her. Das bedeutet, wir sind nur noch oben, wo wir das Portal nicht haben. Das war unten. Muss ich mir gleich nochmal angucken. Habe ich nämlich irgendwie ignoriert. Opernhaus. Sieht eher aus wie ein Museum irgendwie. Wobei nicht wirklich, aber... wegen dieser Absperrung. Es erinnert mich so sehr an ein Museum. Oder eine Mordszene. Nun, Carlo hat eben versucht, Mickey zu ertränken. Das ist eine Tatsache. Der Part ist schon wieder weit genug, ne? Zeitsturm ist eher nutzlos. Ich nehme noch einen Ballon rein. Allein vom Namen her habe ich es schon überbewertet, das Kommando. Warten wir auf den Doppelling? Ich glaube, den kriegen wir relativ schnell hin. Es sind ja eh gerade keine Gegner da. Der springt einfach runter! Diese Geraufbolde sind echt das Schlimmste! Ich nenne die Wald die Geraufbolde. Hi, ich wollte schon sagen. Unbedingt. Diese Hasen machen mir hier die Hölle heiß. Du bist zum Glück respawned. Ich wollte dich auch nicht nach unten verfolgen, aber du bist... Oh! Alter! Was für ein Ärgernis. Gut, dann kommt hier halt auch nochmal ein Kampf. Warum er eben nicht kam, ist beyond me, aber okay. War ich zu weit weg vom Boden? Kann sein. Dass ich wieder mal zu hoch war. Der hat schon wieder die Hälfte meiner Kommandos abgeblockt. Was war das? Da klebte gerade irgendwas an mir dran. So, ich werde mich jetzt aber mal wirklich um das Portal kümmern. Warte mal, nein. Es ist auf dieser Seite. Unten. Nicht unten. Aber... hier? Aber nicht hier. Hier. Ah ja. Ganz vergessen, dass es diese Zwischenetage noch gab. Königskuchen, einfach mal so. Nett. Mit der Herausforderung gibt es wahrscheinlich einen weiteren. Aber ansonsten, an Schätzen war es das. Also nur noch die Herausforderung. Sind wir dir gewachsen? Spezial, besiege alle Gegner ohne Kommando schon wieder. Die werden langsam echt fies. Oh. Ich prophezei euch Schmerzen. Ich habe nicht Sora links. Ich habe jetzt hier meinen Linkangriff, aber ich bin ja in keiner Weise unverwundbar oder so. Die Kommandos darf ich nicht einsetzen? Wer hat sich diesen Mist ausgedacht? Ich prophezei euch, ich setze sie ein. Mir doch egal, ob es gescheitert ist. Ich überlebe und krieg wenigstens das Material. Das Essen... ich habe wahrscheinlich sowieso 99 Essen, weil ich die in letzter Zeit nicht benutzt habe. Okay. Als erstes heilen. Oh Gott. Lass mich mal ganz kurz und spontan raus hier. Dann machen wir den hier. Mitkommando, das ist schon schwer genug. Ihr seht es ja. Aura-Löwen, da soll man nämlich mit spaßen. Das ist eine verdammt schwierige Herausforderung. Stufe 3, das ist ein bisschen zu niedrig, finde ich. Warum der eine jetzt so viel aushält? Das ist auch noch ein spezieller Aura-Löwe. War der Hase dann aus der letzten Herausforderung auch speziell? Das mag gut sein. Seht ihr, er ist weiß. Er hat eine andere Farbe. Aber er ist verlangsamt. Der ist spezieller. Das war knapp. Knapp und knapper. Mein Geist ist eingefroren in der Zeit, dass die spezielle Fähigkeit, die der Aura-Löwe hat... Oh Gott, bitte lass mich nicht damit treffen. Das kann ich jetzt mal gar nicht gebrauchen. Wo bist du wieder? Okay. Einmal spontan heilen. Zeitsturm. Ihn verlangsamen ist gut. Also eigentlich nützt der Zeitsturm gerade sehr gut. So. Solche speziellen Gegner finden wir nur in solchen Herausforderungen. Und sie sind schwer down zu kriegen, wie ihr seht. Der Hase aus der letzten Rico-Begegnung war wahrscheinlich ähnlich. Vor einigen Parts.
Immerhin die düstere Fantasie. Und das Aura-Löwen-Rezept. Okay. Dann war das bei den Haubichten auch so einer. Aber die gingen nicht schwer down. Egal. Unten war das, ne? Also, ich beende die Episode, Leute. Ihr könnt eigentlich schon abschalten. Danke fürs Zusehen. Kommentieren nicht vergessen. Redline ist over and out. Im nächsten Part geht's in den nächsten Raum. Tschüss.